2:0 Niederlage. Erste Frage, war es das mit dem Aufstieg? Das interessiert mich jetzt eigentlich schon nach dem Spiel jetzt nicht wirklich, weil noch im Adrenalin, was das jetzige Spiel noch angeht, und ich ärgere mich über unsere Anfangsphase. Ich habe keine Ahnung, wann wir so die ersten Viertelstunde, 20 Minuten verschlafen haben. Ja, wir haben den Gegner so ein Stück weit auch eingeladen, ja, beim 1:0, wo auch der Schiedsrichter 2-3 Mal sehr unglücklich gegen uns gewisse Entscheidungen gefällt hat. Aber trotzdem müssen wir uns dagegen stemmen. Ja? Wir müssen auch nach so einem Rückstand viel besser zu dem Spiel kommen. Das haben wir auch geschafft. Und letzten Endes muss man halt sagen, heute haben wir es nicht geschafft, ein Tor zu schießen. Und wenn du halt auch kein Tor schießt, dann kannst du auch kein Spiel gewinnen. Es sah so ein bisschen so aus, als wenn einige Spieler dann doch heute überhaupt nicht mit dem Druck klarkamen, auch im Abschluss. Ne? War das so? Ja, du brauchst vorne das Kännchen Glück, du brauchst eine Zielstrebigkeit, die wir von Anfang an irgendwo vermissen lassen haben. Trotzdem haben wir es geschafft, durch unsere Qualität und Torchancen herauszuspielen. Und dann muss man halt dann letztendlich sagen, was heute halt leider auch nicht verdient, dass wir eins machen. Ich hab gedacht, den Dominik Rilov, dass sie den ein bisschen eher bringen. So als Ergänzung kam ein bisschen spät, oder? Ja, ich sag mal so, wir haben heute als Team es nicht geschafft, heute den Dreier einzufahren. Und na klar, hätte man vielleicht ihn auch etwas früher bringen können. Aber unsere Torchancen haben wir ja gehabt und sie leider auch nicht gemacht. Ich weiß, die Frage zu Ihrer Zukunft, die hören Sie nicht so gerne. Heute hat man was von Rot-Weiß Erfurt gehört. Ist da was dran? Also erstmal ist es so, dass wir noch 2 Spiele haben. Und die möchte ich vernünftig mit der Mannschaft spielen. Und nach dem 3. Juni werden Sie alle informiert, wie es weitergeht. Vielen Dank für das Gespräch. Ja?